Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Wie ihr aus meinen letzten Filmen mit Sicherheit schon erkannt habt, habe ich so einen kleinen Faible für Outdoor-Messer. Jetzt ist es allerdings so, dass ich noch ein anderes Interessengebiet habe. Das ist so dieses Mittelalterleben. Das heißt, ich fahre zu verschiedenen Stadtfesten, zu Mittelalterfesten etc. Und dort ist es natürlich so, dass viele auch Schauwaffen dabei haben. Also Schwerter, Morgensterne, Bögen, Peitschen etc. Das Ganze ist mir natürlich zu viel Klimbim und ich möchte einfach etwas haben, wenn ich unterwegs bin, dass ich mir zum Beispiel mal eine Kleinigkeit essen kann. Und dafür habe ich mir damals mal hier so einen Pieker geholt. Dabei ist noch ein kleines Messer. Also im Endeffekt perfekt, wenn man jetzt zum Beispiel mal eben eine Currywurst essen möchte. Dann war es allerdings natürlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, das Ganze ist zwar nett, aber ja, es ist halt schon niedlich klein, sage ich mal. Deswegen habe ich mir etwas Neues geholt. Das war dann hier so ein handgeschmiedetes Messer. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. 6 mm dick, also hält schon ordentlich was aus. Eine Klingenlänge von 12 cm, kann also jederzeit legal geführt werden. Hat auch ein ordentliches Gewicht und ja, hat halt wirklich so diesen, ich sag mal, mittelalterlichen Flair. Nichtsdestotrotz ist es halt so, ich wollte unbedingt immer ein Damastmesser haben. Ich weiß, Damast ist jetzt so ein bisschen verpönt. Früher war halt ein Damastmesser wirklich etwas Außergewöhnliches. Jeder, der ein Damastmesser hatte, der wusste auch genau warum. Heutzutage ist es so, dass die Messerlegierungen so weit fortgeschritten sind, dass es Messer gibt, die halt über wesentlich bessere Eigenschaften verfügen, als wir jetzt beispielsweise ein Damastmesser oder zumindest ein günstiges Damastmesser. Die hochwertigen Damastmesser, die werden natürlich immer noch perfekt sein. Aber von den Legierungen her gibt es halt legierte Stahle, die halt zäher sind, die bruchfester sind, die besser geschliffen werden können, die einfach härter sind, etc. Darauf will ich gar nicht hinaus, aber mir geht es um die Optik. Ja, und jetzt endlich habe ich ein Messer gefunden, das ist handgeschmiedet, es ist aus Damast, wird in so einer schönen Lederscheide mitgebracht und dürfte halt als Schaumesser auf solchen Veranstaltungen wie jetzt eben Mittelalterfeste getragen werden, wenn es der Veranstalter nicht untersagt. Also darauf muss man natürlich trotzdem noch Acht geben. Wenn es verboten ist, wie zum Beispiel in Kaltenberg, da sind generell Messer, Waffen etc. verboten, da darf man das natürlich trotzdem nicht mittragen. Aber jetzt schaut euch dieses Schätzchen mal an. Es hat halt diesen mittelalterlichen Stil. Ich will jetzt nicht sagen, dass es solche Messer tatsächlich im Mittelalter gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es so ähnliche Klingenformen gab. Ganz ehrlich, so tief bin ich in dem Thema nicht drin. Aber ich habe es gesehen und ich fand es schön. Und jetzt seid mal ehrlich, das ist einfach schön. Der Nachteil hierbei ist, es hat eine Klingenlänge von 15,5 cm und damit natürlich illegal in Deutschland. Man darf es also nicht mit sich führen, eben weil es mehr als 12 cm Klingenlänge hat. Bei Mittelalterfesten etc., da gibt es ja wie gesagt Ausnahmen, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und ihr wollt das Messer trotzdem besitzen, dann kauft es euch gerne, aber ihr dürft es dann halt nicht mit euch führen. Ganz wichtig, weil wenn ihr damit erwischt werdet, der Polizist hat vielleicht einen Kicker auf euch, dann kann es durchaus sein, dass ihr eine Anzeige bekommt wegen illegalem Waffenbesitz. Und darauf möchte ich einfach nur mal hinweisen. Ich habe mir dieses Messer also einfach gekauft, weil ich es einfach haben wollte. Ich möchte es nur besitzen. Ich sage jetzt nicht, dass ich es mit mir führen werde. Ich fand es einfach schön. Und ja, man sieht halt, die Klinge, die ist hier gedreht. Das ist ganz einfach. Man erhitzt den Stahl einfach. Dann wird der zum Beispiel mit einem Wendeisen, früher hat man das wahrscheinlich anders gemacht, aber heutzutage würde man das einfach mit einem Wendeisen oder eben mit einer Zange etc. im heißen Zustand noch drehen. Und der Griff, der wird dann einfach so gebogen, wie man es braucht.
Ja, ich will jetzt nicht so viel über diese Schmiedekunst erzählen. Ich weiß, ich habe es damals in meiner allerersten Ausbildung, das war eine Ausbildung zum Industriemechaniker, da habe ich auch gelernt, wie man Stahl heiß und kalt verformen kann. Aber das Schmieden selber habe ich nicht gelernt. Und ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das hier, ich sag mal, echter Damast ist oder wie oft der gefalzt ist. Es ist nicht gelasert, also das heißt, wenn man mit dem Finger drüber fährt, würde man bei einem gelaserten Damast das schon fühlen können. Aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Echtigkeit hinaus. Mir ging es einfach nur darum, so ein, ich sag mal, Mittelalter-Stil-Messer zu besitzen, eben mit Damast. Und wenn ihr fragt, warum, ja, zum einen, weil es halt wirklich schön ist. Es ist wirklich griffig, auch wenn der Griff so komisch ausschaut, aber es ist wirklich griffig. Es sitzt auch fest in der Hand, auch wenn man so schleudert. Das, was ihr hört, ist, wenn das hier gegenstößt, aber die Klinge ist natürlich fest, da kann nichts passieren. Und man hat halt auch einen richtig guten Griff damit. Und wenn man mich jetzt fragen würde, wofür braucht man das jetzt im wahren Leben, dann würde mir spontan jetzt einfallen, um zum Beispiel einen Laib Brot zu schneiden. Es geht sich gar nicht damit darum, irgendwie bei der Jagd irgendwie was mit Knochen ausbrechen zu können oder sowas. Nein, ganz einfach wirklich, um ein Laib Brot zu schneiden. Oder vielleicht einen großen Schinken, etc. Sowas in der Art und Weise. Das Messer an sich ist auch wirklich scharf. Ich hole mal ein Papier. Tatsächlich bin ich gar kein Freund oder kein großer Freund von solchen, ja, Papierschneidetests, Holzhackertests etc. Ich meine, ihr seht es ja, auch das ist ein 5 mm dicker Stahl. So, und wenn ihr einen 5 mm dicken Stahl habt, der vorne keilförmig zuläuft, dann kriegt ihr damit Holz gespalten. Also ich habe wirklich einige Messer gesehen, ich habe einige Messer getestet, aber mir ist es noch nie passiert, dass man mit irgendeinem Messer kein Holz betonen konnte. Natürlich, wenn ich jetzt mit so einem kleinen Victorinox hingehe, dann kann ich damit keinen 20 cm Baumstamm spalten. Das sollte jedem klar sein. Aber mit so einem Messer bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr Hölzer bis zu einer Dicke von vielleicht 10, 15 cm schon betonen könntet. Wenn es jetzt einfach nur mal darum geht. Schnitzen, ähnlich. Da muss das Holz natürlich, das Messer natürlich schon ein bisschen schärfer sein. Also mit einem ganz stumpfen Schraubenzieher würdet ihr das nicht hinbekommen, damit irgendwas zu schnitzen. Aber sobald da eine Phase dran ist, die halbwegs scharf ist, werdet ihr auch relativ grobe Schnitzereien vornehmen können. Natürlich jetzt keine Schachfiguren, aber ja, um einfach mal eine Spitze an ein Holz dran zu bringen, würde auch das reichen. Wir machen mal den Papiertest. Ich hoffe, das kann man irgendwie einfangen. Und ja, es schneidet sich da einwandfrei durch. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, inwiefern euch solche Tests irgendwas bringen, aber ja, man könnte damit Papier schneiden. Es gibt einen ziemlich coolen Test. Da lässt man einfach so ein Tempotaschentuch über diese Klinge von oben herunterfallen, dass sich das so auffaltet und dann spaltet. Ja, glaube ich sofort, das Messer wäre dann auf jeden Fall gigantisch scharf und es wäre auch unheimlich cool, so ein Messer zu haben. Ich brauche das hiermit nicht zu versuchen, das wird nicht funktionieren. Aber ganz ehrlich, so eine Schärfe bräuchte ich beim Messer auch nicht. Mir ist halt wichtig, dass ich damit ein Brot durchkriege und wenn ich damit Papier schneiden kann, dann werde ich damit auch ein Brot schneiden können, ein Schinken, ein Brötchen aufschneiden können, einen Aufschnitt machen können etc. Ihr seht, hier vorne ist auch noch eine Faser dran, die ist tatsächlich stumpf, merke ich jetzt gerade. Die hier ist wirklich, wirklich, wirklich gut scharf. Also ich will jetzt nicht sagen Rasiermesser scharf, aber ja, das ist tatsächlich wesentlich schärfer als wie das hier. Es ist keine perfekte Arbeit, weil wenn man genau hinschaut, sieht man hier vorne dran auch diesen Grat. Und sobald ein Grat da dran ist, ist es nicht wirklich schön geschliffen. Das heißt, ich müsste hier vielleicht nochmal, oder auch so, bleibt man mit dem Nagel drin hängen. Das heißt, ich müsste das hier nochmal schön abziehen, dann über Leder vielleicht nochmal auf eine perfekte Schärfe bringen. Aber auch da ist es so, ich brauche diese Phase hier vorne gar nicht. Mir wäre es tatsächlich lieber gewesen, wenn das hier einfach eine Drop-Point-Klinge gewesen wäre, als wie diese Tantu-Form.
aber in erster Linie geht es mir trotzdem nur um diese Phase hier. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich das Messer nicht einfach mal einem befreundeten Mechaniker mitgebe, damit er mir das hier umschleift. Dann würde ich es vielleicht sogar auf eine Länge von 12 cm kürzen lassen, beziehungsweise den Schärfebereich auf 12 cm kürzen lassen. Dann wäre es völlig legal führbar, aber so ist es halt mal was anderes, was Außergewöhnliches, was eben nicht jeder hat. Ich finde es tatsächlich schön. Die Damastform gefällt mir sehr, sehr gut. Ist halt nicht so dieser lineare Damast, wie man das bei Billigmessern sieht etc. Das Messer war jetzt auch nicht wirklich teuer. Aber naja, es ergänzt halt meine Outdoor-Messersammlung. Die Lederscheide ist okay. Sie ist nicht besonders hochwertig, würde ich jetzt mal sagen. Aber sie ist schön vernäht. Es ist tatsächlich echtes Leder, nicht irgendwelcher Quatsch. Von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.